Moin Moin und Waldmannsheim. Ja, heute mal wieder was zum Thema Kochen, weil ihr alle geschrien habt, mach mal mehr mit Wildveredelung. Was gemacht? Ich hatte vor... Da ist gerade ein Reh im Mais abgesprungen. Hi Reh. Ich hatte vor 2 Wochen Steaks gemacht auf Instagram. Also ich habe nicht Steaks, ich habe nicht Steaks auf Instagram gemacht. Blödsinn. Ich habe Steaks gemacht und habe das in eine Story gepostet. Und da kamen voll viele Leute, die gesagt haben, hey, schick mal das Rezept rüber. Und da habe ich eine Umfrage gemacht, ob das irgendwie als Post oder als Video. Und Video war mehr. Und ich finde Video auch sinnvoller. Weil so ein Instagram-Post oder noch schlimmer eine Story, wo du die Rezeptliste reinballerst, das findet in 3 Tagen keine Sau mehr. Und YouTube ist da ein bisschen langlebiger. Aus diesem Grund jetzt ein kleiner, schneller Überblick. Und ja, es ist total dilettantisch gefilmt, weil ich habe einfach nur die GoPro irgendwie in die Metzgerei im laufenden Betrieb immer so gewinkelt, dass ich keine anderen fremden Menschen damit drauf habe. Aber die groben Grundschritte und die Zutaten seht ihr. Ja, und nicht lange schnacken, los geht's. Ja, und wenn man Steaks machen will, braucht man natürlich zuerst mal Fleisch. Ich hatte eine Nuss aus der Rehkeule und ein Stück von einer dicken Wildschweinkeule. Und ja, ich kann sowas nicht, sowas auseinandersäbeln. Das habe ich nie gelernt, weil ich halt, seitdem ich denken kann, halt den Luxus habe, dass bei uns in der Firma mindestens ein Metzger, meistens wir jetzt gerade 3 angestellt sind. Aus dem Grund habe ich meinem Metzgermeister gesagt, kannst du mir gerade mal Steak schneiden? Und das habe ich natürlich auch für euch gefilmt, wie er das gemacht hat. So, Film los. Kommen wir nun zur Zutatenliste für die Marinade. Und ich muss ablesen, weil ich will genau die Reihenfolge, dass es mit der Timelapse passt. Wir brauchen Olivenöl. Wir brauchen Chiliöl. Wir brauchen Knoblauchöl. Wir brauchen Honig. Jetzt seht ihr gerade Knoblauch. In dem Originalrezept, das verlinke ich euch einfach mal unten, ich habe es ein bisschen modifiziert, war auch Knoblauch drin. Ich habe damit kein Problem, ich kenne aber auch Menschen, die dann irgendwie auf so eine halbe Knoblauchzehe auf ihrem Steak beißen, die haben damit ein Problem und ich wusste nicht, das war für die Schwiegereltern. Ich habe für die Schwiegereltern gekocht quasi. Aus dem Grund habe ich mich für gutes Knoblauchöl entschieden, weil das gibt denselben aromatischen Kick, aber du hast halt keine Knoblauchbrocken in deiner Marinade rumfliegen. Dann brauchen wir 2 Zwiebeln. Wir brauchen Lorbeerblätter. Wir brauchen Wacholderbeeren. Wir brauchen Fenchel. Petersilie. Thymian. Koriander und Rosmarin. Und damit wären wir auch schon bei der Zubereitung angelangt. Als allererstes werden die Zwiebeln geschält und klein gehackt. Ist das passiert, die gehackten Zwiebeln einfach in eine Schale legen. Anschließend wird der Fenchel geputzt und auch dieser wird gehackt. Und wenn er gehackt ist, natürlich ab in die Schale damit. Thymian hacken, erklärt sich von selbst. Den Koriander zupfen, die Blättchen abzupfen. Ich mag die Stängel vom Koriander nicht, deshalb zupfe ich mir die Blättchen. Es gibt auch ganz hart gesottene, die Stängel mitfressen, auf gut Deutsch gesagt. Ich finde das nicht gut. Ich mache mir lieber die Arbeit, hole einen Bund mehr und zupfe die Blättchen ab. Das ist, in meinen Augen ist das ein feineres Ergebnis. Aber hier, feel free, muss jeder selbst wissen. Auf jeden Fall Koriander zupfen, anschließend hacken und dann ab in die Schale damit. Selbe gilt für Petersilie. Ich hasse diese dicken Petersilienstängel. Auch hier hole ich dann immer lieber ein bisschen mehr. Nehm mir die Zeit, mach mir die Arbeit, zupf es, hack es und wenn es gehackt ist, natürlich ab in die Schale damit.
So, wenn alles vorbereitet, gehackt und gemacht und getan ist, bringen wir unser Öl in den Kochtopf. Das Öl wird dann erwärmt. Ich habe es nicht kochen lassen, ich habe es nur bis kurz vorm Siedepunkt hochfahren lassen. Das wird nur warm gemacht, damit sich es besser mit dem Honig vermengt. Zu dem Olivenöl kommt dann auch noch das Knoblauchöl. Beziehungsweise wenn ihr frischen komplett Knoblauch nehmen wollt, nehmt ihr komplett Knoblauch und lasst einfach das Knoblauchöl weg. So, anschließend kommt der Honig hinzu. Chiliöl ist so eine Sache. Gibt Leute, die mögen das, gibt Leute, die mögen das nicht. Deshalb habe ich da auch keine Milliliteranzahl draufgeschrieben, sondern gesagt nach eigenem Ermessen, weil das muss jeder selbst wissen. Da gibt Leute, die mögen es schärfer, gibt Leute, die mögen es überhaupt nicht scharf. Macht, wie ihr es für richtig haltet. Schön mit dem Schneebesen verteilen, bis das alles gleichmäßig verteilt und sich aufgelöst hat. Dann ist das Ganze schon gut. Dann kann der Topf vom Herd runter und dann kommen unsere vorher gehackten und vorbereiteten Zutaten mit in den Topf und werden einfach da verrührt, vermengt. Danach packen wir logischerweise unsere Steaks in die Marinade. Auch hier reinschmeißen, einmal vermengen, dass sie schön untergetaucht sind. Und das war bis dato dann eigentlich das komplette Hexenwerk. Die Steaks danach nehmen, entweder in einen Vakuumbeutel, so wie ich es gemacht habe, packen, oder aber einfach in eine Tupperbüchse. Hauptsache es ist luftdicht abgeschlossen, dass das Ganze so 24 Stunden im Kühlschrank bei mir im Kühlhaus dann einfach durchziehen kann. Die Rosmarinzweige, die Lorbeerblätter und die Wacholderbeeren kommen zum Schluss obendrauf. Ich habe sie bei mir jetzt im Falle des Vakuumziehens einfach oben aufs Fleisch in den Vakuumbeutel gelegt, weil durch das Vakuum werden die angepresst und geben ihr Aroma ab. So kann man sicherstellen, dass wenn man es nachher auspackt, man einfach die Zweige und die Blättchen rausholen kann und hat die nicht in der Marinade. Aus dem Grund habe ich das ganz zum Schluss oben drauf gelegt, mit Vakuum gezogen. Und das Ergebnis ist genau das gleiche, nur halt, dass man die groben, fiesen Sachen, auf Deutsch gesagt, nicht in seiner Marinade schwimmen hat. Nach 20 bis 24 Stunden im Kühlschrank durchziehend, luftdicht abgeschlossen, ist das Ganze dann fertig für den Grill. Zur Vorbereitung noch, auch da streiten sich die Geister. Ich habe die Steaks aus dem Vakuumbeutel mit einer Grillzange rausgeholt und bin dann mit einer normalen Essensgabel einfach einmal über die Seiten gekratzt. Einfach nur darum, dass die groben Kräuter, hier gerade die Petersilie zum Beispiel, dass ich das gerade abgemacht habe. Weil wenn man es scharf anbrät oder angrillt, da kommt richtig Hitze. Und ich hatte einfach keine Lust oder habe einfach keine Lust, dass mir dann die Petersilie ratzfatz schwarz wird und ich dann so verkohlte Petersilie später auf meinem schweinegeilen Wildschweinsteak habe. Mein Tipp ist auf jeden Fall vorher das grobe Grünzeug. Also Marinade soll drauf bleiben. So ein paar Blättchen können da drauf bleiben, nur halt diese gerade Petersilie, weil die halt auch noch so groß aufbaut. Das gucke ich immer, dass das runtergekratzt ist. Ja, und grilltechnisch, ich glaube, da kommt es auch auf den Grill und sowas an. Deshalb will ich mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben alles scharf angegrillt, haben dann die Rehsteaks nach kürzester Zeit auf Seite gelegt. Wir hatten den Kugelgrill halb angefeuert und haben die daneben ziehen lassen. Die waren danach bombastisch. Also die waren innen noch schön rosa und die Wildschweinsteaks haben wir ein bisschen länger unter Vollgas liegen lassen und haben sie dann zu einem späteren Zeitpunkt rübergeholt. Da bin ich aber jetzt, um euch da jetzt einen Profi-Tipp zu geben und mit On-Point-Minuten- oder Sekundenangaben, bin ich einfach der falsche Mann für. Tut mir leid. Wenn ihr da draußen vielleicht Grillenthusiasten seid und das perfekte oder die perfekte Anweisung für das perfekte Wildschwein oder Rehsteak vom Grill habt, dann haut es einfach mal in die Kommentare, dann haben wir alle was von. Ja, und in diesem Sinne wären wir schon wieder am Ende angelangt. Kurz, knapp mal wieder ein bisschen wilde Küche, weil ihr es euch gewünscht habt. Und ich sage wie immer, wem es gefallen hat, ein Däumchen ist ein Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Horrido und Waldmannsheil.